Der sogenannte Rot-Silber-Automat ist eine komplett wartungsfreie Kältemaschine, die Anfang des 20. Jahrhunderts von einem Zisterziner-Mönch entwickelt und zum Beispiel zur Kühlung in Kühlschränken eingesetzt wurde. Sie besteht aus einer roten Kugel, die sich in einer Wanne mit Kühlwasser dreht, und einer silbernen Kugel, die sich in einer Wanne mit Kühlsohle dreht. Das Kühlwasser dient dazu, den sich erwärmten Teil der Maschine zu kühlen, während die Kühlsohle den kalten Teil der Maschine umfließt und dadurch zur Kühlung des Kühlschranks genutzt werden kann. Innerhalb der Kugeln befinden sich der Verflüssiger bzw. Kompressor und der Verdampfer. Um den Kühlkreislauf in Gang zu setzen, wird die Maschine von einem Elektromotor mit Hilfe eines Riemenantriebs in Rotation versetzt. Während sich das Innenleben der grauen Kugel mitdreht, wird der Kompressor von einem schweren Bleigewicht in Ruhe gehalten. Dies dient zur Sicherstellung der richtigen Funktion des Kompressors und gleichzeitig als Sicherheitsmechanismus, da bei zu hoher Drehzahl der Maschine das Bleigewicht nicht mehr ausreichend ist und der Kompressor ebenfalls beginnt zu rotieren. Da dieser aber in Rotation nicht arbeiten kann, wird die Verdichtung automatisch gestoppt und Schäden an der Maschine werden verhindert. Während der Rotation der Kältemaschine wird das in den Kugeln befindliche Öl und Kühlmittel durch die Fliehkraft an den Rand der Kugeln gedrückt. In der roten Kompressorkugel wird das Öl-Kühlmittel-Gemisch von einem Abstreifer vom Rand der Kugel eingesammelt und in eine Trennkammer geleitet. Durch die unterschiedliche Dichte schwimmt das Öl auf dem Kühlmittel auf und wird durch die Öffnung oben in der Kammer wieder in die Kugel entlassen. Das Kühlmittel wird mit Hilfe eines Tauchrohrs in eine Schwimmerkammer geleitet. Ist der Füllstand in der Kammer hoch genug, öffnet der Schwimmer die Leitung zur grauen Kugel. Durch den herrschenden Druckunterschied wird das Kühlmittel dort verdampft, wodurch sich die Kugel stark abkühlt. Durch den Abstreifer, der sich innerhalb der grauen Kugel dreht, wird erneut Kältemittel und Öl vom Rand der Kugel aufgenommen und in einer Trennkammer getrennt. Während das Öl auch hier in die Kugel zurückgeführt wird, fließt das Kühlmittel durch die äußere Hohlwelle zurück in die rote Kugel. Hier wird es mittels eines exzentrisch arbeitenden Kolbenverdichters verdichtet und durch druckgesteuerte Ventile wieder in die Kugel entlassen. Daraufhin beginnt der Prozess wieder von neuem.